So, guten Morgen zusammen. Erstmal kleine Fehlaufnahme gehabt, aber jetzt ist alles da. Ihr seht unten rechts, ein neuer Patch wird heute kommen. Also da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen was auf uns zukommen. Wir hoffen einfach mal alle, dass die Wintermap jetzt langsam mal angekündigt wird, beziehungsweise wirklich ins Spiel kommt. Viele haben nämlich drüber geredet, aber wirklich kommen will sie irgendwie doch noch nicht. So, dann kurze Info an alle neuen Leute, die gerade hier dabei sind. Also auf meinem Kanal gibt es halt Custom Games mit Preisgeld, Skin-Verlosungen und wie du bei beidem so teilnehmen kannst, einfach, ganz einfach, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Warum die Glocke aktivieren? Aus einem ganz einfachen Grund: Du siehst immer, wenn ein neues Shop-Video kommt, die neuen Missionsaufgaben kommen und natürlich, wann der Livestream startet. Was für die Leute natürlich wichtig ist, die gerade bei Custom Games mitmachen wollen. Da ja wirklich jede Runde zählt. So, was die Skins betrifft, erstmal Glückwunsch nochmal an den, der gestern gewonnen hat. 800 V-Bucks sind wieder weg. Wir haben die, wen haben wir raus? Den männlichen Weihnachtsskin rausgehauen. Also Grüße gehen da auf jeden Fall nochmal raus. Und wir hatten vorher natürlich zwei Gewinner, die waren noch nicht lange genug mit mir befreundet. Und das ist halt das, was ich sage. Ich möchte halt die beschenken, die mich schon länger unterstützen. Nicht die einfach zufällig ins Stream reinkommen, lesen: Ach, hier ist eine Skin-Verlosung heute. Da gehe ich doch einfach mal vorbei, hol mir einen Skin ab, deabonniere wieder und dann gehe ich einfach wieder. Das will ich nämlich genau vermeiden. So, wegen den Custom Games, ganz schnell nur. Wir sehen jetzt, so sieht die aktuelle Tabelle aus. Wird ja im Stream auch öfters gefragt. Also Coco immer noch 13 Siege, werden nicht weniger. Dann Schlips hat ein bisschen aufgeholt, jetzt 6 Siege, Melosch 4. Dann Toxic hat 3 Siege und dahinter, ja, natürlich immer noch gute Spiele. Sie haben alle die Runde mal gewonnen. Insgesamt haben wir jetzt 14 Sieger gehabt, was ich eigentlich recht gut finde. Da, ich sage ja nichts gegen Coco jetzt, aber es ist schon manchmal erschreckend, wie stark sich Coco da durchsetzen kann. Also wenn ihr ein guter Spieler seid, probiert euer Glück. Klar, es wird jetzt für alle ein bisschen schwer, bis Sonntag noch da Coco einzuholen. Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich. Der Samstag und der Sonntag sind ziemlich lang. Also da könnt ihr euch schon auf einiges gefasst machen. So, das war das. Dann geht noch ein Gruß raus. Nämlich an Melli. Melli hat mir gestern einen Tanz geschickt. Warte, mal gucken, ob ich ihn noch direkt finde. Bäm, bäm. Ja, der war das. Erstmal Gruß geht da auf jeden Fall nochmal raus. Danke, dass du 500 V-Bucks in die Hand genommen hast und mir den Tanz quasi geschenkt hast. So, wenn ihr natürlich noch was geschenkt haben wollt, dann müsst ihr nur eine Sache noch bitte bedenken: Schickt mir eine Freundesanfrage, weil sonst könnt ihr halt einfach nicht gewinnen. Weil ich kann euch nur einen Skin schenken, wenn wir halt 48 Stunden miteinander befreundet sind. Also einfach hier Freunde hinzufügen, YT unterstrich Family Hack. Abschicken und schon haben wir das Ganze. So, viele haben gefragt auch, wie sieht denn die Spendenliste gerade aus? Also, wie folgt: So sieht die Spendenliste aus. Kurz zur Einteilung: Vorne sind die, die Eurobeträge gespendet haben, dahinter die, die V-Bucks. Also hier ganz simpel: Till ist das beste Beispiel, hat 2 Euro gespendet, dann noch 1400 V-Bucks gleich 1600. Also die 2 Euro setze ich als 200 V-Bucks. Und so rechne ich das Ganze halt immer zusammen. Zum Beispiel Joris hat 5 Euro gespendet, was natürlich verhältnismäßig mehr wert ist als 500 V-Bucks. Aber wenn wir hier auf den normalen Shop gehen, sehen wir 100 V-Bucks gleich 1 Euro. Deshalb, ich kann das jetzt auch nach hier hinten ausrechnen, aber ich denke mal, so ist es schon am fairsten. So, wie gesagt, danke nochmal an Melli für den Tanz. Hier seht ihr nochmal die aktuelle Tabelle. Also 25 Leute haben mir schon was geschenkt. Erstmal Gruß geht da auch an jeden Einzelnen raus. Weil da fragt man sich manchmal echt schon: Wieso macht ihr das? Aber trotzdem, danke. So, hier kommt irgendwie gerade keine Lala mehr. Und warum? Aha. So, dann haben wir das auch jetzt mal. Und dann, wie gesagt, vergesst nicht, heute sind Wartungsarbeiten. Wir sind halt mal gespannt, was da jetzt alles neu ins Spiel reinkommt. Aber gehen wir mal rein in den Shop. Und was haben wir? Genau, der Gartenzwerg ist wieder da. Den kenne sogar ich. Obwohl, der ist fast ein Jahr nicht da gewesen.
Aber da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Season 7, fast ein Jahr her. Fast. So, den gibt es auch in zwei verschiedenen Stilen. Der einzige Unterschied zwischen den Stilen, den ich jetzt erkennen kann, sind tatsächlich, achtet drauf, die Augen. Also, das ist schon heftig. Eine Stilveränderung und was ändert sich? Die Augen. Achtet ihr beim Skin auf die Augen? Naja. So, dann haben wir noch die reaktive Glocke. Laterne. Ist noch früher morgen. Ja, das hier ist für den Skin. Da kann ich noch nicht genau sagen, was die macht, wenn was passiert. Also ich schätze mal, die fängt einfach an zu leuchten oder so. Wer da was weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich werde das Ganze dann wieder anpinnen. So, wie gesagt, das war der Skin. Dann haben wir die passende Spitzhacke dazu. Okay. Ah, hört sich jetzt nicht so besonders an, aber ist okay. Also so an sich, na, ich weiß nicht. Weil, würdet ihr den Skin spielen? So Just for Fun? Ja, aber jetzt so als Main Skin oder so zwischendurch mal Skin? Ich denke nicht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, der wird wirklich kaum gespielt dann. So, dann immer noch im Shop. Weihnachtsagentin. Beziehungsweise Glühweinagentin. Oh, ich merke schon, ich bin doch müde. So, dann den haben wir gestern rausgehauen. Den Yuletide Ranger. Wie gesagt, immer noch. Das sind beide geile Skins. Sind einfach schlicht und einfach. Einfach nur Weihnachtsklamotten an. Feiern. Mehr brauchen wir auch nicht. Und schon kommt im Spiel Weihnachtsstimmung auf. Ich schätze mal heute das Update, mal gucken, was dann passiert, ob sie uns wirklich die Schneewelt geben, der Skin dazu oder der Skin dazu und Weihnachten können kommen. Und ihr wisst ja, Freitag, mein Geburtstag, da ist sowieso schon fast für mich Weihnachten da. So, dazu noch die Zuckerstangenlackierung, hab ich ja gesagt. Einige haben sich die gestern schon gewünscht von mir, aber Leute, seid mir nicht böse. Ich kann nicht jedem was schenken, das geht leider nicht. So. Dann, wie gesagt, auf dem Boot hatten wir gestern schon. Aber wie gesagt, nochmal, hier sieht es echt am geilsten aus. Alles klar, erste Hilfe ist ja rot-weiß, von daher passt das schon. So, dann haben wir noch. Haste ist wieder zurück. Wurde erst bei Season 1 eingeführt und ist schon wieder zurück. War auch eigentlich ziemlich beliebt bei euch. Gerade wenn ich hier die Flügel sehe, die sehe, die passen auch zu dem Skin. Also Haze war, glaube ich, ziemlich beliebt bei euch. Ja, mit den Hörnern. Wenn würde ich die ja so spielen. Also, gerade gucken. Zack, zack, zack. Ja, definitiv. Definitiv so und die Flügel hinten drauf. Ich glaube, in der anderen Variante, na, nicht so schön. Wie gesagt, passende Flügel. Dazu noch die passende Pickaxe. Ah, vom Ton her auch ganz normal wie immer. Kleider haben wir leider keinen dabei. Dann haben wir Shades wieder im Shop. Aus Season 5. Ach, die ist das. Ja, so kenne ich die. Mit der passenden Tasche. Also da muss ich sagen, der Stil gefällt mir nicht. Aber der hier ist 1A. Klar, wir haben schon mehrere Skins mit Motorradhelmen. Aber gerade als Frau sieht das Ganze dann doch schon wieder ein bisschen besser aus. Vor allem die der Helm an sich, das Glas. Das ist schon nice. Also der Skin ist wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, mir gefällt auch nur in dem Stil. So würde ich ihn nicht spielen, wenn immer nur so. So, des Weiteren haben wir dann Taco-Zeit. Froh, dass der Scheiß aus dem Spiel raus ist. Hab ich das da gehasst. So, dann haben wir noch Blindgängerbombe. Hat genau gepasst, das Husten. So, dann haben wir Staub von den Schultern. Aus Season 3. Was war denn der Staub eigentlich nochmal? Ich wollte gerade sagen, er wurde aus Season 10 eingeführt. Dann,
Eine schöne, cleane Tarnung. Die ist nett. Die ist schön sauber. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine mit sauber und clean. Das einfach, da ist nichts, da ist einfach in einem Durchschlag hier fertig. Ist halt alles perfekter Fluss. Doch die ist echt nice. So, dann haben wir noch Guaco. Was soll man zu dem Sinn sagen? So, dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop. Jetzt mal meine Maus wiederfinden würde, da ist sie. Es gibt heute leider keine V-Bucks-Missionen. Also ich habe mir Rette die Welt alles durchgeguckt. Außer für den Peaks, Bucks, Bucks. Wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es bitte in die Kommentare, ob irgendwo noch V-Bucks-Missionen sind. Aber ich persönlich habe halt leider keine gefunden. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren mal belehren, weil wir sind ja bei Rette die Welt noch nicht komplett durch. Deshalb kann ich doch noch nicht alles gucken. Aber ich denke mal, ich bin mal so weit wie die meisten Zuschauer, sage ich jetzt mal. Klar, einige sind da natürlich auch schon weiter, aber ich versuche da halt immer nur für euch so ein bisschen rumzugucken, dass ihr wisst, es gibt neue Aufgaben. So, dann nur ganz kurz. Danke nochmal an alle, die gestern auch meinen Creator Code benutzt haben und auch eingetragen haben. Gruß geht da nochmal an jeden raus. Wie gesagt, YT-FamilyHack. So, dann würde ich sagen, war es das auch. Euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß Schule. Viel Spaß auf der Arbeit. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr sogar Urlaub. Macht euch einen schönen Tag. Also in dem Sinne, haut rein.